Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir haben hier noch 10 Lernpunkte und ich wollte jetzt endlich mal ein bisschen vielleicht in Alchemie investieren. So, damit wir die Giftresistenz erlernen können, irgendwann. Die ist mir sehr wichtig, weil die Warane und die Blutfliegen, die machen mir das Leben echt schwer. Wo war denn nochmal der Alchemie-Typ? War der hier? Hier ist er. Sebastian, genau. Bring mir etwas über Alchemie. Bring mir was über Alchemie bei. So, 250 Gold. Mhm. Und nochmal 200. Nur weiter so. So, permanente Tränke will ich auch noch von ihm lernen. Später. So, wie sieht's jetzt denn aus? Benötigter Alchemiewert. Alchemie 21. Okay. Ja, Akrobatik. Der Held erleidet weniger Fallschaden. Er kann durch einen Sturz nicht sterben. Ausdauer des Wolfes. Der Held kann doppelt so lange sprinten. Wie kann... Voraussetzung Heiltränke brauen. Bring mir was über Alchemie bei. Mana-Tränke, 3 Lernpunkte, 1000 Gold. Ich kann zurzeit nichts herstellen. Ich habe keine Alchemie-Rezepte. Ah, okay. Muss ich Sachen einfach so erstmal lernen? Was mit dem Pult? Das kenne ich schon. Ich finde es aber auch super, dass der auch alles hier kommentiert. Apropos, hab ich... ich mag die Musik hier. Hab ich für hier irgendwelche Quests? Wo bin ich denn hier? Beseitige die Ork-Patrouille auf dem Bauernhof. Beseitige die wandernde Ork-Patrouille zwischen Reddock und Dings. Reddock braucht einen Schmied. Wenn du jemanden kennst, der seine Stelle einnehmen würde, dann schick uns den Mann. Säubere die südlichen Höhlen von Reddock, töte aggressive Wildschweine, Waffen für die Rebellen in Reddock. Apropos, warte mal, nochmal kurz gucken. Waffen für die Rebellen in... Mit Norris müssen wir reden. Wie viele Bündel wollt ihr haben? Wie viele Bündel haben wir? Das ist Copper. Rebell. Rebellen. Rebell. Javier. Rebell. Wo war Norris? Wer war Norris? Joey. Genau, für ihn sollte ich die Mine hier ja, den Höhleneingang hier leer räumen. Rebellen. Malu. Wer war Norris? Oben war bestimmt. Das war Sebastian. Warte mal, wenn ich hier nochmal kurz gucke. Wo waren das hier? Sonstige Talente. Ja, Resistenz gegen... Hier ist nur Alchemiewert wichtig, okay. Giftresistenz. Benötigter Alchemiewert 35. Ich renne nochmal. Rebell. Brenton? Wer war Norris? Und wo ist eigentlich Goran hin, der hier war? Nee, jetzt setz auf. Wo ist Norris? Ich leg mich mal auch nochmal kurz schlafen, bevor ich mich dann einmal vielleicht um die Eber oben kümmere. Ich glaube, gegen die Eber würde ich jetzt schon mittlerweile ankommen.
die hier sind. Ich speichere vielleicht noch einmal. Die... Ah, hier. Neue Heilkräuter. Sind zwar 4 Stück, aber... Könnte doch schwieriger werden. Ja, war doch schwerer als gedacht. Ich habe aber sonst keinen Plan, wie ich hier weiterkomme. Gehe ich nochmal vielleicht kurz zurück nach Khabtoum? Lassen wir die hier schon mal in Ruhe. Oh, hier ist noch eine Waldbeere und eine Truhe. Wieder mit Rohstahl. Und noch eine kleine Pflänzchen. Goblinbeere. Ist das gesund, hier runtergehen zu wollen? Das weiß man so oft gar nicht. Ja, okay. Die... Oi. Ruckel. Wir könnten ja dem einen da doch nur die Heilpflanzen geben. Es spawnt ja eh alles nah. Deswegen mache ich mir da jetzt irgendwie gar keinen Kopf mehr. Hier, hungrige Wölfe. Yo. So, ist gut gelaufen. Müsste mal wieder Fleisch grillen oder so. Hier, kann ich mich an dem Feuer hier bedienen? Lagerfeuer. Rohes Fleisch, alle 40. Und dann kurz im Inventar vielleicht, wo haben wir das? Gebratenes Fleisch. Auf die 6 packen. Dann machen wir das halt so. Dass wir dann immer wieder auf die 6 gehen. Sonnenkraut. Was wollte Silas haben? Lass mich in Ruhe. Gamal wollte nicht. Also der wollte, dass wir uns ihn, den Assassin hier beitreten. Esil, ich habe die Heilpflanzen. Ich habe die Heilpflanzen, die du wolltest. Und die kann ich auch gut gebrauchen. Alchemie +1. Oh.
Bring mir was über Alchemie bei. Was kann er beibringen? Ich will Waffen vergiften, ich will Mana-Tränke brauen, ich will permanente Tränke. Verkauf mir deine Tränke. Gut, dann lass mal sehen, wie viel Gold du hast. Ausdauertränke, Heiltränke, könnte der machen. Ich habe aber nicht mehr genug Gold. Gift. Das könnte ich ihm verkaufen. Trank gegen Krankheit. Schinken. Wasser, ganz normales Wasser. Klarer, guter Schnaps. Ich würde eigentlich im Grunde eher alles behalten wollen. Nur Waffen verkaufen. Wenn, dann eher. Davor, bei ihm kann ich mich den Orks anschließen. Aber will ich das denn? Ich weiß echt noch gar nicht, wohin. Also ich bin momentan so überfragt, wohin mit mir. Hier. Okay. Nette Deko. Muss ich den lassen. Hier gibt's ja wirklich viele Heilpflanzen. Hier gibt es ja richtig viele. So. Aber hier kann man nicht nachlesen, wer das ist. Das finde ich schade irgendwie. Ich einmal, bevor ich dahin gehe und mit denen da quatsche. Speer. Also habe ich nicht schon genug. Arok. Bist du hier, um in der Arena zu kämpfen? Ich weiß. Was kann ich in der Arena gewinnen? Der Champion der Arena bekommt ein Schwert. Verlierer bekommen gar nichts. Lass ich erstmal. Es juckt den einfach gar nicht, dass ich hier mich einfach bediene. Der letzte Scheiß. Fadi. Steig mit mir in die Arena, wenn du dich traust, Schwächling. Geh zu Arok und sag ihm, dass du kämpfen willst. Ich bin jetzt erstmal nur hier, um zu looten, ja? Das gibt doch nur wieder Ärger. Ich will jetzt erst einmal noch. Ich bin immer noch dabei, das Spiel kennenzulernen, also. Wolfsfeld. Ich weiß. Das hätte ich noch besser wissen müssen. Halt! Keinen Schritt weiter! Möglich. Okay. Hätte ich jetzt gesagt, lass mich vorbei, denke ich, hätte ich aufs Maul bekommen. Wer ist denn das eigentlich? Können mit denen nochmal reden. Hey du! Komm her! Meine Waren sind immer noch nicht gekommen! Was macht ihr Söldner eigentlich den ganzen Tag? Aber... Schweig! Ich will, dass du mir meine Waren zurückbringst. Und wehe, du kreuzt vorher nochmal hier auf. Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin? Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin?
Ja, viel unnützes Zeug. Und einen merkwürdigen Kelch. Kann ich den Kelch haben? 100 Goldstücke. Verkauf mir den Kelch vom gefangenen Paladin. Hier. Ich kann damit sowieso nichts anfangen. Erfahrung plus 1000, ne? Auf welche Waren wartest du? Auf welche Waren wartest du? 3 große Pakete, wo mein Name draufsteht. Große, stabile Holzkisten. Ihr dämlichen Söldner habt euch den Kram von lausigen Banditen an der Küste stehlen lassen. Meine Waren sind bestimmt immer noch dort. Geh und hol sie. So, die... Kann ich von hier an irgendwas rankommen? Ein Teleportstein? Da vorne sehe ich einen Kelch. So, Phil. Hier ist noch ein Wolfsfell. Ich glaube, ich sammle die Wolfsfälle von hier und liefere die dann Dings da hinten ab. Gibt es dahinter auch noch Wolfsfälle? Jo, hier ist noch mal einer. Eine Holzfäller-Axt. Kann ich hier Bäume fällen? Wo führt der Weg hier runter? Da sind noch ein paar Schildis, die tun mir aber echt leid, weil ich die für Minecrawler. Ich sehe schon, Minecrawler, das wird nicht gut für uns ausgehen. Rostiges Schwert. Rostige Streitaxt. Nehme ich mal alles wieder mit. Oh. Jo. Ich komme hier nicht an. Ich konnte ihm keinen Schaden zufügen. Okay, und weg ist er. Da konnte ich echt nichts ausrichten. So. Noch mal ein bisschen auffüllen, die Gesundheit. Aber ich habe immer noch null Plan, was ich machen soll. Ist eigentlich Lester noch da unten? Also Diego, Milton und Gorn sind weg. Ich frage mich, ob Lester noch da ist. Wie viel fehlt mir noch für die nächste Stufe dann? Auch wieder... Geht eigentlich. Die Anfangsstufen. Warte, welche Stufe bin ich? Stufe 5. Ich lasse das Huhn am Leben, sonst greifen mich die Orks da vorne an. Den Dodo mache ich aber platt. Ist Lester denn noch da vorne?
Fischer? Ne, Lester ist nicht mehr da. Flüchtling. Kein Lester mehr. Ich hoffe, die haben nichts dagegen. Also anscheinend haben die auch nie was dagegen, wenn ich mich hier an dessen Sachen bediene. Abgebrochen. So, Krankheit heilen. Schlaf. Da vorne sind mir zu viele Wölfe. So. Warte mal, wenn wir eh alles hier ganz hoch kriegen. Warte mal, wir können noch mal kurz gucken. Wir haben hier ja ein paar permanente Dinger, glaube ich, oder? Schnapsbeere. Das hier gibt Jagdgeschick, die Goblinbeere. Dämonpilz. Keine Ahnung, wofür das ist. Heilpflanze. Maximale Mana plus 2. Ja, was Mana angeht. Erstmal. Dann haben wir jetzt 110 zumindest. Lebensenergie plus 5, Waldbeere. Hier Lebensenergie plus 7%, plus 10%. Maximale Ausdauer plus 2, Harnischkraut. 166 Ausdauer haben wir jetzt gerade. Okay, Stärke plus 1. Ich würde damit noch warten. Vielleicht kann ich damit noch irgendwie permanente Tränke machen oder so. Auch wenn die Dinger hier alle immer wieder nachwachsen. Hier wieder aufschmacken. Hier haben wir wieder ein Dorf. Hier noch eine Flammenbeere. Die wachsen hier alle nach. Die spawnen alle hier nach. Man muss nur lang genug irgendwie weg sein. Von den Orten. Und die kommen wieder. Und die Sache ist die, man muss nicht einmal weit weg von denen sein. Hier, da, der ist auch wieder da. Den da habe ich gekillt gehabt. Da. Den habe ich gekillt gehabt und da ist er wieder da. Zu schwer. Ich hoffe, der erkennt mich jetzt nicht da hinten. Aber wenn das hier zu schwer ist, muss ich auch Schlösser knacken lernen. Ah, es ruckelt wieder. Und hier ist irgendwo eine Blutfliege gewesen, glaube ich. Abgebrochen. Ich nehme einfach alles mit. Und speichere das nochmal. Oh, hier ist noch eine Dingspflanze.
Das ist eine Blutfliege. Ich hatte kurz gedacht gehabt, das könnte vielleicht was anderes sein, aber das war eine Blutfliege. Ich glaube, das ist der direkte Weg nach Vanguard. Kann das sein? So, den auch. Und ich glaube, Vanguard ist keine... Ja, hier waren wir schon. Okay. Genau, das hatten wir ja auch gelootet. Hier stehen die alle Waffe. Hier kommen wir nicht weiter. Oh, hier ist noch eine Truhe. Da hinten auch. Was hat das denn jetzt? So, rostige Streitaxt. Gibt hier sonst noch was? Nö. So, was haben wir hier? Das Ziel vergisst alle Verbrechen des Helden. Ich sehe da noch eine Blutfliege und da ist ein Dodo. Noch eine Blutfliege. Oh, nö. Ist Dodos Gewänder gewesen? Okay. Hier sind echt zu viele Blutfliegen, finde ich. Wenn ich jetzt noch mal kurz auf der Map gucke, das ist ja der direkte Weg nach Vanguard. Was ist Gotha hier? Ah, okay. Also hier wäre nächste, wenn wir, ich gehe mal davon aus, das sind die Straßen. Nächstgelegene Stadt wäre dann in dem Fall eigentlich nicht Vanguard, sondern Montera. Also oder guter Faring auch nicht, sondern Khadun ist das nächste und dann Montera. Und von da würde es nach Gotha oder nach Treles gehen. Ich würde mal weitergehen wollen. Also ich will es mal riskieren, nach Montera mal zu gehen. War doch jetzt Montera? Montera, ja. Ich würde es wirklich gerne mal riskieren. Also erstmal bleiben wir noch auf den Wegen. Wie viel brauchen wir noch für die nächste Stunde? Noch genug. Okay. So, ich frage mich aber auch, muss eigentlich meine Rüstung repariert werden? Goldwert 375, Schutz vor Geschossen plus 10, Schutz vor Zerschmettern plus 15, Schutz vor Klingen plus 15. Und hier Schutz vor Zerschmettern plus 10, Schutz vor Klingen plus 10. Und das hier maximale Ausdauer plus 10. Also hier muss ich ganz ehrlich sagen, da ist wieder ein neuer. Ich glaube, Fleisch ist die größte Heilmittel, was wir hier kriegen werden. Gebratenes Fleisch. So, das ist der Weg, den ich gehen will. Khadun. Und dann da entlang. Blutfliegen weiche ich erstmal aus.
bis ich die Giftresistenz irgendwie freigeschaltet habe, sagen wir mal. Gegen was kämpfen die da? Oh! Ja. So, alles nehmen, die beiden lasse ich kämpfen. So. Jetzt gönnen wir uns ein bisschen Fleisch. Ist das jetzt auch der richtige Weg? Wenn wir jetzt hier gleich irgendwie nach links uns halten. Was haben wir denn hier? Waldbeere. Ah, der? Okay. Kapdun. Hier Kapdun. Wer ist denn das? Ioma. Du kommst schon zu spät. Es ist alles weg. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Sieh dir den Schlamassel auf der Straße an. Die Banditen haben mir alles genommen. Verflucht seien Ortega und seine Schweinebande. Was haben sie dir gestohlen? Was haben sie dir gestohlen? Ich war auf dem Weg nach Ardea mit 5 Kisten Lampenöl. Ortegas Banditen haben alle Kisten mitgenommen. Ohne das Öl bin ich ruiniert. Was willst du jetzt tun? Dieser Ortega, was ist das für ein... Dieser Ortega, was ist das für ein Typ? Ortega schert sich weder um die Orks noch um irgendjemand anderen. Er ist der Schrecken der ganzen Küstenregion. Seine Banditen morden und klauen, was das Zeug hält. Jemand sollte ihm mal gehörig den Arsch versohlen, wenn du mich fragst. Wo ist dieser Banditenboss Ortega jetzt? Wo ist dieser Banditenboss Ortega jetzt? Das Schwein hält sich versteckt in irgendeiner Räuberhöhle hier an der Küste. Wenn ich wüsste wo, würde ich die Orks auf ihn hetzen. Verstehe. Was willst du jetzt tun? Was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung. Ich warte auf ein Wunder. Oder noch besser, auf die nächste Ork-Patrouille, die mich in die Minen schickt. Ich besorg dir dein Lampenöl. Ich besorg dir dein Lampenöl zurück. Schüre nicht noch die Hoffnungen eines verzweifelten Mannes. Aber wenn du sie wirklich findest, sollte es nicht dein Schaden sein. Neukast Lampenöl für Ardea. Gibt's hier was zum Looten? Also hier gab es jetzt nicht. So, hier Adair, Vanguard, Montera und... Okay, nur Montera. Das ist schon der Weg. Und ja, wird... Ist das eine neue Pflanze? Ach du! Da! So, okay. Und nochmal eine Waldbeere. Ja, wir trauen uns mal raus. Wir trauen uns mal ein bisschen weiter in die Welt. Ein Doro! Da ist wieder ein Doro! Ist das ein Goblin? Da! Da! Jo. Was hat er hier? Schnapsbeere und Waldbeere. Und ein Knüppel. Da sind Leute. Ah, Rebellen, okay. Bleib stehen. Keinen Schritt weiter. Bleib locker, ich tu dir nichts. Sieh an, noch so ein dreckiger Rebell. Nee, ich tu dir nichts. Bleib locker, ich tu dir nichts. Bei Innos. Ich dachte schon, du wärst einer von den miesen Orks-Söldnern. Hast du keine Angst, dass sich die Orks
Dass sie die Orks erwischen? Hast du keine Angst, dass sich die Orks erwischen? Orks sind unvorsichtig und laut, wenn sie durch die Wälder streifen. Ich höre sie schon nach 500 Meter. Die einzige Plage, die mir zu schaffen macht, sind die verfluchten Goblins. Hast du mehr Angst vor Goblins als vor Orks? Hast du mehr Angst vor Goblins als vor Orks? Angst? Ich hab keine Angst. Die Goblins schleichen sich nachts ans Lager heran und stehlen mir mein ganzes Hab und Gut. Irgendwo in der Nähe muss ein ganzes Nest von diesen feigen Goblins sein. Erzähl mir was über die Gegend hier. Erzähl mir was über die Gegend hier. Du bist hier in der Wildnis. Keine Stadt weit und breit. Das Gebirge im Norden dort trennt die Küstenregion von Mittelland. Wenn du dem Weg weiter Richtung Westen folgst, wirst du irgendwann nach Monterra kommen. Falls dir die Banditen nicht vorher den Hals durchschneiden, versteht sich. Was zahlst du mir, wenn ich die Goblins erledige? Was zahlst du mir, wenn ich die Goblins erledige? Du meinst, wenn ich nicht mehr ständig auf meinen Kram aufpassen muss? Ich würde sagen, das wäre mir 100 Goldmünzen wert. Ich werde die feigen Goblins für dich erledigen. Ich werde die feigen Goblins für dich erledigen. Na, dann mal viel Spaß. Goblins sind verdammt flinke kleine Mistkerle. Ja, lass dich nicht von ihnen umzingeln, dann machen sie dich fertig. Okay, Interesse an einem kleinen Handel. Interesse an einem kleinen Handel? Kommt drauf an, was du dabei hast. Zeig mir deine Ware. So, ich habe hier auf jeden Fall einiges. Also, das würde ich gerne loswerden wollen. Das rostige Schwert. Den Knüppel. Was haben wir hier noch? Die rostige Axt. Und Holzfäller-Axt. Hier habe ich nichts. Die behalte ich alle mal. Ach komm, den Schmiedehammer brauchen wir ja nicht. Rohstahl. Warte mal. Hellebarde kann ich auch noch verkaufen. So, Bisonfell könnten wir in Gebrauch packeln. Die Kellen. Die brauchen wir ja nicht. Die Schatullen brauchen wir auch nicht. Silberpokal behalten wir. Das wirkt für mich irgendwie so, als wäre das irgendwie zu gebrauchen. Also ein Quest-Item oder sowas. Ja, aber dann würde ich sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.